Nee, noch nicht. So, nimmst denn schon auf? Noch frei. Deutsch. Also, da mal sehen. EA Sports macht's möglich. Wieder mal. Ein Übungsgame. Drücken wir mal die Starttaste. Ich weiß nicht, ob man alles sieht. So. Vogelgezwitscher draußen. Nachtigall singt. So, also weiter. EA Sports. It's in a game, heißt normalerweise. So, da wären wir. Anstoßmodus. Gleich in die Vollen gehen. Reggae im Hintergrund. Eine gute Werbung für das Spiel. So, dann wählen wir jetzt international. Wollten wir wirklich mit Argentinien spielen? Nee. Wir wählen international, Moment, und spielen aber nicht mit Argentinien, sondern mit, sagen wir mal, Chile und mit Australien. Australien kann ich noch nicht so gut. Suchen wir uns eine Mannschaft raus, bei der wir die Spieler schon ein wenig kennen. Vielleicht doch wieder Mexiko. Mexiko habe ich jetzt schon ganz gut eingespielt. International. Dann schlagen wir mal mit Mexiko. Jetzt, komischerweise sind gar nicht alle Mannschaften dieser WM da. Was zum Beispiel fehlt, ist, wenn ich das richtig gesehen habe, Kroatien. Gar nicht dabei. Ne. Hier noch nicht vertreten. Kann man also gar nicht spielen mit FIFA 14. Da müsste man dann das WM-Spiel kaufen. Dafür habe ich jetzt leider kein Geld. Also spielen wir doch nochmal. Wobei Mexiko, Russland. Nehmen wir doch mal die Schweiz. Gut. Die Schweiz gilt im Angriff als schwächer, dafür im Mittelfeld und in der Verteidigung als etwas stärker. Die Schweiz ist dabei. Spanien wäre natürlich eine Herausforderung. Wir spielen nochmal gegen Spanien. Oder wollen wir gegen Frankreich spielen? Noch dabei. Wir schauen mal. Uruguay gilt als viel stärker. Auch dagegen spielen. Gegen die USA, die gelten als etwas schwächer. Dem Spiel jedenfalls nicht. Hier Argentinien gilt als sehr viel stärker. Spielen wir gegen Argentinien mit Uruguay. Nein, amerikanisches Match. So, dass man sie gut unterscheiden kann. Vielleicht die Trikots so. 20 Minuten Legende heiter. Also gut. Spieleinstellung, wie schnell ist es? Können es auch langsam spielen, dann sieht man mehr Geschwindigkeit. Spielgeschwindigkeit schnell heißt, man sieht fast nichts. Spielgeschwindigkeit langsam heißt, man sieht recht gut. Wir spielen langsam. Und los. Also gut, ich habe, glaube ich, das Ganze so eingestellt, dass man den Kommentar nicht hören kann. Das ist eine Vorübung, die man machen kann. Möchte ich jetzt aber gar nicht. Ich möchte eigentlich gleich anfangen. So, los geht's. Ohne Kommentar. Ich hoffe, man sieht genug. Es ist nicht der ganze Spielfeldrand, nicht der ganze Fernseherrand eingeblendet, deswegen weiß ich nicht, wie viel Ihnen bei dieser Position der Kamera entgeht. Ich habe mir vorgenommen, jetzt immer mit Kamera zu spielen, dass ich also einfach die Aufnahme Bedingungen gewöhnt bin. Will ich sehen. Ob man so genügend vom Spiel mitbekommt. Soll ja auch nur eine Werbung sein und nicht das Ganze, den ganzen Genuss daran vorwegnehmen. Selbst wenn man nicht ins Internet kann, macht es Spaß, den Freundschaftsspielmodus auszureizen immer wieder. Und immer wieder
verschiedene Konstellationen auszuprobieren. Man kann ja zum Glück auch ligenübergreifend spielen. Also in dem Fall bezogen auf Deutschland mit Mannschaften aus der momentan noch zweiten Bundesliga gegen die Mannschaften aus der momentan noch ersten Bundesliga spielen. Mexikanische Aufstellung. Argentinische Aufstellung dazu. So, diesmal hält etwas anderes die Kamera, sodass ich mich aufs Spiel konzentrieren kann. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Das ist mein erstes Spiel heute. Ich bin also noch relativ ausgeruht. Nur sehen, sieht man genug. Ja, es geht so. Da oben sollte man vielleicht etwas mehr sehen. Wenigstens die Anzeigetafel. Sieht man unten nicht mehr den Namen. Naja, aber man sieht jedenfalls die Ränder des Spielfelds. Das ist wichtiger. Und jawohl, das ist schon das 1:0 für Mexiko. Juhu, ich mache etwas leiser, dann hören Sie noch, was ich dazu zu reden habe. Schön gleich hier ein wunderbares Tor von Peralta. Jedenfalls von der Spielfigur, von der gleichnamigen. Nehme ich mal den Ball zurück. So, hier wieder. Argentinischer Angriff. Eben setzt sich der Hund auf meinen Schoß. Das geht gut nebenher. Wenn ich die Kamera nicht halten muss, dann kann ich auch den Hund noch etwas kraulen dabei. Der muss auch durch Fräuchens Fußballwahn. Abseits, die Abseitsfalle scheint zu funktionieren. Ansonsten werde ich mich relativ ruhig verhalten. Gibt ja nicht immer viel zu sagen. Sie können ja selbst das Spiel ein wenig kommentieren oder nebenher laufen lassen, wenn Sie das interessiert. Oder einfach die Spielzüge genau anschauen, die hier entstehen. Die Parade, das kommt, kommt davon, wenn man nebenher über andere Dinge nachdenkt. Also man sollte sich voll und ganz auf den Ball konzentrieren. Das ist jetzt auch noch nicht hinein moderiert oder so. Ich könnte natürlich nebenher auch die ganze Zeit reden, der Mannschaft sagen, was sie tun soll. Und das, was man spricht, kann man normalerweise auch einfach hineindenken in die Mannschaft. Also tu dies, tu jenes. Hol dir den Ball, solche Geschichten. Spiel nach da, nach da. Los, nimm den Argentinier den Ball ab. Na los, na los. Auf geht's, Mexiko. Komm, wir nehmen jetzt den Argentinier wieder den Ball ab. Na los, da siehst du. Jetzt haben wir ihn wieder. Und jetzt spielen wir nach vorne. Das geht auch. Und jetzt verteilen wir den Ball. Und drüber mit dem Ball. Gib den Ball ab, na komm. Nicht so lange behalten. Und weiter. Und schnell spielen. Ja, so ist es richtig. Und genau spielen. Und überlegen. Jawohl. Und nach vorne spielen. Und einen Angriff einleiten. Übers Kreuz. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Und den Ball wieder zurückholen. Schade. Und jetzt wieder zurück. Und wieder den Ball holen. Komm, noch sind wir in der argentinischen Hälfte. Okay, jetzt gehen wir in die Verteidigungshalte. Und wir haben den Ball wieder. Jawohl. Und jetzt gehen wir den Ball wieder nach vorne. Also das geht auch. So, und auf geht's. Das geht auch. Das funktioniert meistens. Das möchte ich nur jetzt nicht die ganze Zeit machen. Das kann man nämlich auch schweigen tun. Wenn man dann aber nebenher anfängt, über Frisuren nachzudenken oder über sonstige andere Dinge,
über sogenannte Imponderabilien des Alltags, also über alles Mögliche, was noch so wichtig sein könnte, außer Fußball. Geht einem leichter bei Fußball. Das möchte ich aber jetzt nicht illustrieren. Auf geht's. Und vor. Na, das ist nicht vorwärts. Vorwärts spielen, bitte. Auf Rückpässe verzichten. Und den nächsten Angriff. Den nächsten Angriff einleiten. Na, auf geht's. Auf geht's, den nächsten Angriff einleiten. So, na komm. Ja. Gerade noch. Ja, und. Zack. Oh, schade, Mensch. Etwas Zielwasser trinken und treffen. Super. Die Spielgeschwindigkeit ist auf langsam gestellt, daran muss ich mich gewöhnen. Meistens spiele ich es im Modus schnell. So, und den Ball wiederholen. Den Ball wiederholen. Holen den Ball. Hopp, ja, in dem Fall gibt es Abschlag. In der letzte, der am Ball war, bevor der Ball ins Tor ausging, war ein Argentinier und somit hat Mexiko, also meine Mannschaft in dem Fall, Abschlag. In diesem Fall. Ein andermal spiele ich auch mit Argentinien. Und los geht's. So, und weiter. Jawohl. Und ein Tor vorbereiten. So. Ja, alle da, gut, genug Platz, genügend Leute im Strafraum, dann kann es jetzt losgehen. Super! Ja, er bereitet beim nächsten Mal das nächste Tor. Sehr gut schon. Noch etwas genauer. Man hat übrigens die Möglichkeit, für die Mannschaften etwas einzustellen, wenn man am Anfang im Auswahlmenü auf Team bearbeiten, heißt es, glaube ich, geht. Dort das Team wählt, das man bearbeiten möchte. Kann man dann jedenfalls bei den Liga-Teams, also nicht bei den Nationalmannschaften, aber bei den Ligaspielen, bei den Liga-Teams kann man noch ein paar Parameter ändern. Man kann zum Beispiel die Taktik einstellen, solche Dinge. Das geht doch im Vorfeld, aber nur bei Ligamannschaften, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und vor dem Ball. So ist es schön. Und gut verteilen. Und genau zielen. Passgenau bleiben. Jawohl. Da vorne links geht was. Ja, nach außen. Auch mal Rückpass wieder spielen. Nach hinten. Also Rückpass nicht. Nee, Rückpass nicht in die eigene Hälfte. Oh, gefährlich. Aber Glück gehabt, die Abwehr hat funktioniert. Sehr gut. Ohne Foul gelöst. Bravo. Fein. Ja. Das Zickzack-Spiel aus dem Handball. Weiter. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Normalerweise befreie ich die alle erstmal vom Stellungsspiel, also meine eigene Mannschaft jedenfalls. Auf geht's. Das heißt, sie spielen zwar mit festen Positionen, aber nicht festgeklebt an diese Positionen. Wir haben etwas mehr Spielraum, was das Laufen angeht. Die können also durchaus von ganz rechts außen nach ganz links außen laufen, wenn das etwas nützt. Wichtig ist, dass der Raum dann abgedeckt bleibt. Die lernen also sehr früh aufeinander bezogen zu arbeiten, die einzelnen Figuren. Also dass nie eine Position ganz leer bleibt, bloß weil einer sich von dieser Position jetzt wegbegeben hat, übernimmt der andere eben etwas mehr Verantwortung. Also man hat immer Verantwortung für mindestens zwei weitere Spieler, nämlich links und rechts von einem, die außen entsprechend. Da ja links bzw. rechts vom Außen kein weiterer Spieler ist, haben die Außen entsprechend etwas mehr den Überblick zu wahren über das ganze Spiel. Und hin, und hol dir den Ball. Na los, nimm dir den Ball ab, nicht stehen bleiben. Oh ja, nimm dir den Ball ab. Jawohl, und auch eine flexible Abwehr, wie man sieht, relativ schnell. Sehr gut. So, ja. Da hat eine Erfahrung im Handball, da haben Erfahrungen im Handball klare Vorteile. Denn Handball ist ein sehr, sehr schneller Sport. Mit sehr, sehr vielen Toren und eine Abwehrarbeit aus dem Handball, also die man sich so schnell denkt und schaltet wie normalerweise die Handballabwehr, das ist schon gut.
So. Man überlegt eben an der Stelle ein wenig weniger, an der im Fußball noch etwas Strecke übrig ist, gewissermaßen, wenn man in dem Handball schon, aber trotzdem zu viel geredet. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Higuain, das sieht so französisch aus. Higuain. Keine Ahnung, wie man ihn wirklich ausspricht. Wahrscheinlich Betonung auf ihn, wenn da so ein Akzent drauf ist. Ausgleich 1 zu 1, das kam jetzt vom Reden. Dennoch wichtig. Hoppla. Man lernt beim Handball schnell zu entscheiden. Wenn man das dann wiederum auf die etwas langsamere Fußballbewegung überträgt, hat das Vorteile. So. Ich bin nicht mehr still, sonst kriege ich hier dauernd Treffer rein und ich möchte eigentlich mit Mexiko gewinnen. Dieses Spiel. Was man auch lernt übrigens bei dieser Art und Weise zu üben, ist relativ generalistisch zu werden, also sehr verallgemeinernd bezogen auf den Sport. Das heißt, man klebt nicht so am ein oder anderen Team oder am ein oder anderen Verein. Also man ist recht frei und lernt das Spiel an sich eher. Also das, was daran. Ja! Jawohl! Super schönes Tor, Hernandez! 2 zu 1. Das, was darin übertragbar ist auf alle Mannschaften gewissermaßen, dass man, wenn man ein Trainer ist oder eine Trainerin, gut umschalten kann, wenn man den Verein wechselt, denn man braucht ja dasselbe allgemeine Wissen. Das wiederum kann man überall anwenden. Deswegen ist es allgemein, deswegen nennt man es allgemein oder generell. Wobei dann halt in den einzelnen Teams, in den einzelnen Vereinen wieder spezielle Talente mit speziellen Verteilungen bestimmte Fähigkeiten hatten. Super. Geht es mir ein bisschen besser. Aber mindestens 2 Tore Vorsprung braucht es schon zu meiner Beruhigung und die sollte ich jetzt hier in diesem Fall mit Mexiko machen. Na, abseits. Gut gemacht. Die Abseitsfalle funktioniert also. Ich stelle auch nie auf Manndeckung, immer auf Abseitsfalle. Ich würde höchstens im Mittelfeldbereich eine Manndeckung arbeiten lassen. Hinten ist das zu gefährlich. Die lösen sich so schnell los und rennen weg. Das war im Handball auch immer so, dass ich eigentlich eine Manndeckung für wenig sinnvoll halte. Da bräuchte man eher so, wie man hier sieht, eine im Zickzack aufgestellte Abwehr, nicht im Zickzack. Das sieht erstmal aus, als ob viel Platz dazwischen wäre. Da ist aber nicht viel Platz dazwischen, denn man kann immer praktisch von der hinteren Position aus sofort aushelfen bei der vorderen Position, sodass eigentlich immer zwei Spieler auf einen gehen. So, jetzt will ich nicht viel reden. Moment. Abwehr machen. Abwehren, abwehren. Das war knapp. Das war jetzt knapp. Hopp. Das war jetzt knapp. So, und auf den Ball. Auf den Ball. Auf den Ball. Und holen den Ball. Holen den Ball. Holen den Ball. Holen den Ball. So und jawohl. Super. 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 Und weiter. Und hin. Achtung, der Außen. Achtung und den Ball abnehmen, den Ball abnehmen. Ja, das war eine gute Abwehr. Uns hat der Torwart gefangen, war beides okay gewesen in dem Fall. Wenn man den Ball noch hat, super, kein Schaden. Weiter. Super, jawohl. Schönes Zuspielen und nicht abseits. Super, super, super. Sind alle versammelt im Strafraum, jawohl, kurz warten. Jetzt drüber geben und Distanzschuss vielleicht, weiß nicht, wenig Platz. Auf geht's, links außen kommt jemand rein, links außen kommt jemand rein. Na, da war jetzt leider mehr argentinische Möglichkeit als mexikanische und weiter. In diesem Fall. Und geh. Ja. Nimm den Ball. Und hol dir den. Hol dir den. Holen, 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 holen.
Und gehen, 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 gehen. Ja, super, Torwart, jawohl. Ja, beinahe hätten wir sogar die Ecke noch vermieden gekriegt. Klasse Torwart. Wirklich gut. Das wäre jetzt. Ja, ich schütze sich der sparsam mit Pfiffen. Und raus damit. Raus mit dem Ball, raus mit dem Ball. Und er hat ihn. Jawohl. Manchmal ist es so, ne? So sicher wie die Torschuss war, so sicher hat dann doch gehalten. Auf geht's! Ja, schön, schön und kein Abseits. Kein Abseits. Wo ist der Nächste? Das sind meine Lieblingstore. Super. Und das dann über noch eine Station, wenn es sein muss, ist noch schöner. Also, super schön. Das haben wir mal bei Leipzig gesehen. In einem der Spiele, die man mitgucken konnte auf MDR. Da sahen wir so ein wunderschönes Tor. Ich glaube, über drei Stationen. Das ist auch sehr schön gewesen. Bravo, bravo. Super, uns filmt mit. Ich hoffe, man hat überhaupt auch nur das Tor gesehen. So. Und hin, links ist relativ frei. Achtung, das können natürlich auch die Argentinier. So. Nachher erzähle ich noch was über die künstliche Intelligenz. So, denn hier haben wir also Computerspiele vor Augen, die mit der sogenannten künstlichen Intelligenz arbeiten. Das ist eine selbstlernende Software inzwischen. Und weiter geht's. Also selbstlernende, Achtung, und Moment, Moment, selbstlernende Programme sind das. Die lernen aber nicht verlernen, insofern man nicht hingeht und da was zerstört an der Hardware, also am Gegenstand. In diesem Fall eine CD und die PlayStation mit ihren diversen Speichermöglichkeiten. So, einen Moment. Jawohl, und Ball holen. Ja, gut. Na, das war ein Foul. Das pfeift er jetzt, aha. Interessant. Das ist eine Position, aus der zum Beispiel Herr Pirlo von Juventus Turin, den man gestern wieder bewundern konnte, gerne ein Tor macht. Torwart halten bitte, das muss man halten, das muss man halten. Jawohl, super Parade. Wunderbar. Achtung und raus damit. Und drüber, okay. So. Ich bemühe mich sehr, mich voll und ganz auf das Spiel der Mannschaft zu konzentrieren, mit der ich spiele. Es gibt andere, mit denen hat es jetzt auch schon zu tun. So, hin, 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 hin. Sehr gefürchtet, diese, zu Recht auch diese ganzen Fußballhexen und Zauberer, die Bösen, aber bluttriefend. So, jawohl, schön, das mag ich gerne, diese Abspiele sind auch toll mit der Hacke. Super, und kein Abseits, jawohl. Schön, 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 geh. Gut gemacht. Ja, noch ein Tor. Super. Juhu. Ziemlich klassisch. Bitte zwei sind mitgelaufen, da wäre noch einer gewesen und das ist ideal. Vom Timing her, ganz gut schon. Nah dran an dem, was ich mir so perfektionistischerweise als ideales Spiel vorstelle. Brauche ich nur ein Sombrero. Ein Sombrero und dann so ein Tequila mit einem Hanfblatt drin für einen Tee, in den ich dann ein Löffelchen dieses Tequilas hinein tue, weil ich ja Kopfweh bekomme und Alkohol. Ich kann nicht saufen. Ich sage jetzt kein Leider dazu. Und raus damit! Tu den Ball da weg! Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, also harter Alkohol führt bei mir nach zwei Gläschen schon zu Kopfschmerzen, die mich an den Rand der Verzweiflung treiben. Aber so ein Löffelchen in Tee, das geht schon. Heißt dann, ich habe einen Tee hin. Ja. Oh, Achtung, nicht vor lauter Reden hier wieder Tore verschenken. Bravo. Also nochmal etwas zurück zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist also eine selbstlernende Software. Sehr gut. Die immer nur dazulernt und nie verlernt.
Und das Schöne ist, dass also praktisch in einer speziellen Weise hier gespeichert wird, was hinzukommt an Lernfortschritt, nämlich bezogen auf die jeweilige Mannschaft und die einzelnen Spieler. Und dann wird noch in einer allgemeinen Weise alles abgespeichert, denn theoretisch könnte man die ja alle ein wenig umziehen und ein bisschen umformen, dann wären das immer noch Fußballmannschaften, aber eben andere Spieler. Nicht wahr? Insofern wird also auch alles allgemein abgespeichert, sodass von diesem Spiel selbst niemand verblödet. Also insgesamt werden die Leute davon, dass man es spielt, intelligenter. Die Figuren immer. Selbst wenn man Punkte aberkannt bekäme, also selbst wenn die Spielstärke als Schwäche eingestuft werden würde, wenn man so und so viele Spiele am Stück, Moment, verloren hätte. Also man kann hier eine Liga simulieren zum Beispiel, im Internet allerdings kann man da mitmachen. Ich weiß, ich glaube, offline geht das leider nicht mehr. Zu meinem Bedauern, in älteren Spielen ging das noch, also FIFA 2002 zum Beispiel, Weltmeisterschaft, da kann man offline spielen, da gab es das noch gar nicht so, die Möglichkeiten, mit Internet zu arbeiten. So, und jetzt? Aha, na. Ich komme jetzt vom Erzählen, ich bin nicht ganz konzentriert auf das Geschehen. Ich werde etwas genauer. Achtung, ich muss etwas genauer arbeiten wieder. Moment, rechnen. So, hin an den Ball. Aus meiner Sicht verknüpft sich da meine Intelligenz mit dem, was an künstlicher Intelligenz hier vorhanden ist. Jawohl. Ein Teil der Intelligenz lässt sich als elektromagnetisches Feld messen, bin ich sicher. Ein Teil der Denktätigkeit eben auch und ein Teil der Computertätigkeit sowieso. Nicht, das ist, was man teilweise Elektrosmog nennt. So, und hin. Nimm den Ball. Ja. Okay. Ist das jetzt Ecke oder nein, Abstoß? So, also das Ganze ist so gemacht, dass die Spieler, die Figuren, auch wenn man in der Simulation Punkte verlieren kann und dann schlechter spielt gewissermaßen, das Ganze dennoch so gemacht, dass die nicht verlernt. Also die KI selbst wird trotzdem immer klüger. Die kann dann so tun, als ob einzelne Spieler jetzt blöder wären. Genauso wie man einen Alterungsprozess simulieren kann. Man sagt dann halt, wenn ein Jahr vergangen nach der Simulationszeit, dann weniger Schusskraft oder so, obwohl das ja umgekehrt sein kann übrigens. Finde ich also wirklich genial. Und die Überlegung ist, ob jetzt praktisch das Ableiten über Namen, da hier jetzt Namen dabei sind, ob das nicht auch tatsächlich über einen Quantenfeldsprung, wie das denn heißt, denn wir haben es mit quantentheoretischen und quantenpraktischen Vorgängen wiederum zu tun, ob ein Quantenfeldsprung nicht bewirkt, dass praktisch die Steigerung der Intelligenz eines Spielers auf dem Simulationsparkett nicht auch gleichzeitig eine Steigerung der Spielintelligenz des richtigen Spielers bewirken könnte. Zumal wir ja alle mit Nanotechnik ausgestattet sind, da Nanotechnik inzwischen wirklich in allem verwendet wird, also in allen Konsumstoffen auf jeden Fall, in allen Konsummitteln, Nahrungsmitteln, auch in der Bekleidung, im Sprit, überall wird Nanotechnik verarbeitet, sodass wir also ein wenig Androiden sind. Ein wenig Mensch-Maschine-Kombination. Das waren wir bestimmt vorher auch schon, nur jetzt sind wir es auch durch menschengemachte Technik. Früher waren wir das vielleicht eher durch im All, sonst wo im All entstandene Technik. Ich glaube fest daran, dass also Gott es nicht so langweilig haben wollte, dass er nur einen einzigen Planeten mit Leben bestückt hat. Wenn ich an Außerirdische glaubt, kann ja mal so anfangen, dass er sich irgendwie mal überlegt, dass jedenfalls Sonne, Mond und Sterne an sich ja auch außerirdische, sind halt sehr große. Das sind keine irdischen. Die Sonne ist nicht irdisch, der Mond ist nicht irdisch und die Sterne sind auch nicht irdischen Ursprungs. Nicht alle jedenfalls, wer weiß, auch da gibt es unterschiedliche Theorien zur Entstehung von neuen Sternen. Hopf. So. Mir gefällt das gut, mir macht das richtig Spaß. Ich finde auch die Idee, dass man Spieler, Fußball, das ganze Sportgewese intelligenter machen kann, indem man einfach so eine Simulation spielt. Richtig toll. Mir tut das gut, ich merke, dass das für mein Gehirn Nahrung ist. Das ist wie für andere Schach. Und ich finde auch den Gedanken reizvoll, dass es eigentlich möglich wäre, wenn man nun hätte, nicht zwei Bildschirme nebeneinander zu tun und auf dem einen Bildschirm die ganze Zeit nur Rechnungen zu sehen. Programmzeilen, die runterlaufen, also ein Riesentext, der da die ganze Zeit abläuft, auch Matrix-Texte, während man hier auf diesem Bildschirm dauernd das Spiel dazu sieht, denn nein, das sind jetzt
nicht wirklich Spiele, die man hier sieht, obwohl es sehr, sehr gut geworden ist schon. Also die Simulation ist schon sehr, sehr ausgereift, wird aber noch besser. Wenn wir alle so weitermachen, wird es noch besser, denn im gleichen Atemzug lernt natürlich auch die Software wiederum dazu. Die Bewegungen werden besser, also je mehr man praktisch das Schauen gewöhnlicher Fußballspiele mit dem Schauen von Computersimulationen verknüpft als Tester, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, das sind wir, ob wir wollen und nicht alle inzwischen, desto schneller reift auch die Software heran. Nicht? Denn die künstliche Intelligenz lernt dazu und es wird nicht nur die PlayStation abgedatet, spätestens, sobald man einen Internetanschluss hat, sondern es wird eben auch umgekehrt die KI-Software abgedatet von denen, die das dauernd spielen. Nicht? Automatisch, also man gehört automatisch zu den Entwicklern und Entwicklerinnen. Die Besten bekommen dann vielleicht auch irgendwann ein Gehalt dafür, solange noch bezahlt wird. So, zur Halbzeit steht das gigantische 4:1. Ich bin zufrieden bis jetzt. Hoffentlich hält der Handy-Akku bis zum Ende des Spiels. Diesmal spiele ich mit Mexiko, ein andermal werde ich mit Argentinien spielen. So, hier noch einmal die Wiederholung der Torszenen und diverse andere torgefährliche Szenen noch vom Anfang. Toll, dass ich es Ihnen jetzt so demonstrieren kann, ohne die Kamera selbst halten zu müssen. Ich bringe gerne den Nachweis und ich bringe auch gerne den Nachweis nachher noch ins Internet. Ich habe nämlich etwas Geld übrig. Also hier sehen wir jetzt die Statistik. Ist es denn einigermaßen verdient gemacht? Nun ja, je nachdem, wovon man ausgeht. Die Passgenauigkeit der Argentinier ist höher. Die Schussgenauigkeit ist dafür bei den Mexikanern höher. Die Mexikaner keine Ecken rausgeholt, aber auch kein Abseits. Die Argentinier 5 Ecken, 2 Abseits. Keine Verletzung, keine roten Karten, keine gelben Karten, keine Fouls. Ah ne, ein Foul auf Seite der Mexikaner, auf meiner Seite. Naja, naja. 7 Zweikämpfe haben die Mexikaner gewonnen, 12 die Argentinier. 43% Ballbesitz hatten die Mexikaner, 57% die Argentinier. 5 Schüsse aufs Tor hatten die Mexikaner, 7 die Argentinier. 7 Schüsse insgesamt, 13 die Argentinier wiederum. Nun ja. 5 Schüsse aufs Tor, 4 drin, das ist meine bisher persönliche, also das ist meine Bestleistung bisher. Das ist ja eine Schussgenauigkeit, eine Treffgenauigkeit in Bezug aufs Tor von, hoppla, von 4 Fünfteln. Super, sehr gut. Wie viel ist das? 80%, also gut. Nächste Halbzeit, mal gucken, ob ich das so halten kann. Oder ob ich es nachlasse, nochmal 20 Minuten. Und weiter geht's. So. Na, auf geht's. So, holt euch den Ball. Ja, und fangen. Super. Wieder zurück ins Spiel. Abseits. Einwurf. Holt den Ball. Ja, der Pamuk. Konzentrieren. Und raus damit. Und weiter, jawohl. Und noch. Und außen ist Platz. Außen nochmal Platz, jawohl. Und reingeben. Ja, 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 gut, gut, gut. Sind wir oben, schickst du aufs Tor. Da. Schade, da fehlt jetzt jemand, der dazu läuft. Okay, Ball holen. Super. Hin. GGG, holen. Hol den Ball. Hol den Ball. Hol den Ball. Hin, 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 hin.
Okay, das ist ein Wurf für die Mexikaner. Gut gemacht. Und los. Und weiter. Jawohl. Wieder dabei. Und los geht's. Jawohl, und vor. Ja. Gut. Gut. Schon da den Kreis aufbauen, ein bisschen weiter in der Mitte. Schade. Was abseits. Hopp. Und weiter. Auf geht's, komm. So ist gut, jawohl. Mhm. Ah. Ich finde es sehr gut, es verknüpft Gehirnregionen miteinander. Also hirngeschädigte Menschen können, sofern sie dabei vorsichtig Schutzbrillen tragen, würde ich sagen, in der Strahlung der Bildschirme. Damit, wenn sie Fußball mögen, jedenfalls ihre Gehirnwindungen wieder etwas besser überbrücken. Ich glaube, es synchronisiert sehr stark. Man muss beides dabei können. Man muss Bilder bewegen, man muss rechnen, man muss zusammensetzen. Also ich glaube, es ist für das ganze Gehirn eine sehr gute Form der Stimulation. Achtung und... schade, war kein Platz. Jawohl, und nochmal. Man kann auch damit, wenn man wiederum Probleme hatte und in der Psychiatrie saß, wenn man dachte, man könnte Fußballspiele irgendwie beeinflussen und dann dadurch psychotisch wurde oder irgendwas anderes oder schizophren oder weiß der Geier und nur noch im Er-ist-Sie-ist-Modus über sich selbst sprechen kann, weil man dauernd beschrieben wurde dabei, dass man das Ich verlor gewissermaßen. Im Deutschen braucht man das halt. Da kann man ganz gut mit diesem Spiel und dieser Simulation die Ängste in den Griff bekommen, die da dranhängen. Dann spielt man eben so oft. Jawohl! Und geh, geh, geh! Und jetzt Tor! Oh nein! Schade, zwei Schritte weiter vorne hätte gehabt, so reinköpfen wäre gegangen, so reinfliegen. Hatten wir vorher auch schon. Also wenn man da eben jedenfalls traumatisiert ist bzw. war, kann man ganz toll mit der Simulation dagegen anarbeiten. Also kann das gut bearbeiten, bis man keine Angst mehr hat. Denn das kannst du spielen jetzt jedenfalls so oft du willst normalerweise. Wenn es da anfängt zu knacken und zu tun, weil die PlayStation reagiert, zu flimmern auch teilweise. Weil die PlayStation reagiert, registriert, dass da besondere psychische Kräfte am Walten sind, dann ist das nicht so schlimm. Ich empfehle nur in dem Zusammenhang ein wenig ironisch eine Gasmaske zu besorgen, weil manche Geräte mit Gaskartuschen versehen sind. Das liegt am Einfluss einer... Moment. Jetzt super. Das liegt am Einfluss einer Organisation, die mal sehr mächtig war jedenfalls und sehr viel Geld besaß und es sich leisten konnte, weltweit Geräte mit solchen kleinen Kartuschen auszustatten, um gegebenenfalls, wenn da irgendwas auffällig wäre, Achtung, um mit Gas zu operieren. So, ja, solche Mittel werden heutzutage angewandt. Das ist Medienmanipulation im größeren Stil, weswegen ich auch eigentlich der Meinung war und noch bin, obwohl ich sie nirgends anders als im Facebook-Account im Moment verbreiten kann, dass wir ein Fach Medienkunde und Medienkritik in der Schule brauchen. Ich habe ursprünglich Lehramt studiert, Gymnasiallehramt, und habe diesbezüglich auch eine Abschlussarbeit verfasst an der Universität.
Ein Teil davon war eben diese Forderung, das Fach Medienkritik und Medienkunde einzuführen, damit die Leute die Medien nicht unbewusst verwenden und damit auch nicht unbewusst manipuliert werden. Man wird immer noch manipuliert, aber man hat ein Bewusstsein davon, auch davon, wie das funktioniert. Man kann es also technisch dann beschreiben und wenn das der Fall ist, kann man sich auch besser davor schützen, wo man davor geschützt werden muss. Nicht jede Manipulation ist eine zum Schlechteren hin, aber manche Manipulationen sind das eben sehr wohl und wenn man da nicht gebildet genug ist, ist man anfällig für alle möglichen Schäden, die angerichtet werden können. Nicht nur für den Nutzen. Medienkunde, Medienkritik ist ein interessantes Fach, also das wird normalerweise Leute interessieren, die sonst gar nichts von der Schule halten, denn spätestens ab dem Handy oder ab dem Smartphone sind sie dann trotzdem auch interessiert. Ja. Das wäre dringend nötig, meiner Ansicht nach, dringend erforderlich. Das würde ich gerne auch unterrichten, das macht Spaß. So, zumal das die Brücke zur Technik schlägt, und zwar an einer Stelle, an der auch Mädchen und Frauen inzwischen eben technisch versiert sein müssen, weil sie sonst mit den alltäglichen Kommunikationsmitteln nicht mehr klarkommen. Falls es so bleibt, meine ich nicht. Ich meine, es sieht nicht aus, als ob es weniger an Technik werden würde. Vielleicht schon, weil man halt ein Gerät hat für alles, aber insgesamt bleibt der Einsatz der Technik in absehbarer Zeit vorherrschend. Medienmanipulationen gibt es schon lange, also die Psychotechnik, die reicht sehr weit zurück. Das nennt sich Psychotechnik. Ich muss es trotzdem an der Stelle immer wieder erwähnen, auch wenn dieser Mensch selbst dazu ein zwiespältiges Verhältnis hat. Auch er, der Professor Dr. Stefan Rieger, hat darüber geschrieben, die Ästhetik der Medien und andere Werke dieses Medientheoretikers und natürlich auch Medienpraktikers sind in diesem Zusammenhang wirklich wichtig. Ich hätte auch gerne eine Sammlung seiner Aufsätze. Auch der Aufsatz zum Telefon, zur Entstehung des Telefons, der ist sehr, sehr gut. Da wird beschrieben, wie also das Telefon ursprünglich aus menschlichen Gehörsteilen, Ohrteilen hergestellt wurde. Klammer, früher ging das auch so, Klammer zu, ohne ein extra Gerät. So, Psychotechnik wird auch gerne zwischen den Bildern angewandt. Der Mensch nimmt ja auch ein Standbild, wenn es ausgestrahlt wird, von einem Bildschirm, zu einem Bildschirm ausgestrahlt wird, erst ab einer bestimmten Frequenz von Einzelbildern war. So, Moment, das kommt Ihnen vor wie ein Standbild, das ist aber in Wirklichkeit keins. Das ist in Wirklichkeit eine Folge von Bildern. Das sind wie viel? Zwischen 13 und 15, glaube ich. Je nachdem. Ich glaube, zwischen 13 und 15 Einzelbilder müssen hintereinander pro Sekunde abgeflimmert werden, damit Sie den Eindruck haben, das sei ein stehendes Bild. Sonst sieht man blink, 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 blink. Lauter Einzelbilder. Die gewöhnliche menschliche Wahrnehmung bewegt sich dazwischen, glaube ich, 13 und 15 Einzelbildern. Das kann man verändern, diese Wahrnehmung. Dass immer eine Bewusstseinserweiterung ist, das sei dahingestellt. Jedenfalls kann man es verändern. Hoppla. So, auf geht's. Auf geht's. Ja, und zwischen diese Bilder lässt sich halt noch was packen, was sie gar nicht bewusst sehen, teilweise. Und ja, komm, da ist Platz. Oh, das war aber jetzt mal eigentlich eine über 90-prozentige. Dennoch haben wir nicht getroffen. Und nächstes Mal. Ja, und da wir gleichzeitig mit Nanotechnik ausgestattet sind, also mit kleinen programmierten Computerteilchen, mit winzigen, unterhalb der Sichtbarschwelle, die größeren sind ein Zehntel so groß wie ein Haar, die kleineren ein Zehntausendstel, nicht? Kann man eben auch Programmierungen zwischen den Einzelbildern einblenden. Man kann auch hier zum Beispiel einen Teil des Rasens, dessen das aussieht wie der Rasen, kann man als Befehlszeile, sie soll denken, sie muss ihre Hand jetzt dauernd nach oben und nach unten bewegen, programmieren. Achtung! Jetzt aber, jawohl! Dos Santos, 5:1, super. Könnte man machen, nicht? Und dann
würde ich, wenn ich das nicht wüsste, dass sowas möglich ist, vielleicht irgendwann anfangen, unwillkürlich andauernd, unwillkürlich heißt es dann, andauernd meine Hand nach oben und unten zu bewegen. Könnte das auch nicht mehr lassen, weil meine Nanoarchitektur, also das, was ich in, an Nanochips im Kopf habe, auch durch Medikamente verabreicht oder durch anderes, durch Impfungen, durch Düngemittel, überall ist das ja drin, durch Sprit. Achtung. Weil ich da programmiert wurde zwischen den Einzelbildern und weil die Programmierung bei mir loslegte. Dasselbe gilt für Epilepsien, vor denen übrigens gewarnt wird zu Beginn des Spiels auf der PlayStation. Man kann nämlich Nanochips zusammenklumpen lassen. Die sind oft auf Stahlträger montiert, die älteren zum Beispiel auf leicht magnetisierbaren. Nicht? Früher wurden viele Stahlmagneten verwendet. Wurde Stahl magnetisiert, dann hatte man einen Magneten. Wenn die nun zusammenklumpen an einer bestimmten Stelle im Gehirn, dann ergibt das gerne mal eine Epilepsie. Und wenn dazu noch ein Programm abläuft, das sagt, erzeuge bitte eine Epilepsie, kann das passieren, das ist alles möglich. Also, ich möchte nicht, dass sie jetzt alle vor Angst durchdrehen, dass ihr alle vor Angst durchdreht. Aber ich möchte sagen, dass es so ist, denn das Bewusstsein davon schützt davor. Nicht? Das ist im Bereich der Nanowelt so, da kann man nicht unbegrenzt manipulieren, weil das Bewusstsein von der Manipulierbarkeit in diesem Bereich öfter mal das Schlimmste verhindert. Seltsamerweise. Das ist eben Elektromagnetik, wie ich das jetzt nenne. Da laufen die Dinge ein wenig anders als im Bereich des Grobstofflichen. Nicht? Also sagen wir mal, das Grobstoffliche ist das Glas, das sie nach unten zu Boden fallen lassen, nicht? Das normalerweise einfach nach unten fällt und dann zerschellt, für gewöhnlich. Scheinbar Glück, kann man dann noch sagen. Und das Feinstoffliche, der Nanobereich, das ist der Bereich, in dem sie ein Teilchen loslassen. Das fällt dann halt nicht nach unten, sondern das fliegt dann irgendwo hin. Weil sie Ort und Impuls in diesem Bereich nicht gleichzeitig messen können. Da geht es also anders zu als im Grobstofflichen. Aber beide Bereiche, sowohl der Bereich der Newtonschen Physik, also der feststofflichen Physik, als auch der Bereich der, nennen wir es einfach Quantenphysik, also der Bereich des Feinstofflichen ist in sich schlüssig berechnet. Das sieht dann aus wie eine 8. Auch die Übergänge sind punktgenau berechnet, jeweils punktgenau, denn der Punkt ist in diesem Zusammenhang nicht irgendetwas ohne Fläche, sondern die jeweils kleinste, idealerweise die jeweils kleinste, näherungsweise die jeweils kleinste technisch realisierbare Fläche, und das heißt heutzutage das jeweils kleinste Pixel, nennen wir das jetzt. Man könnte auch sagen, der Punkt sei die jeweils größte realisierbare Fläche. Das deckt sich aber nicht mit unserer Bemühung darum, eine für unsere Augen immer bessere, für unsere Menschenaugen, für unsere gewöhnlichen, immer bessere Auflösung herbeizuführen mit immer mehr einzelnen Pixeln. So. Sie müssen nicht alles verstehen, ihr müsst nicht alles verstehen, was ich rede. Ich kann auch einfach das Spiel anschauen und leise stellen, dann hat man einen etwas größeren Punkt, der sich durch die Gegend bewegt, nämlich das Bällchen. Hopp! Ah! Und super, noch ein Tor! Klasse! So, jetzt führe ich schon wie viel? Ich glaube 6:1 oder so. Seht ihr, das ist, wenn ich die Kamera nicht halten muss. Ich möchte die Argentinier hier nicht riskieren und die Argentinierinnen, sie mögen es mir verzeihen, dass ich das so spiele. Normalerweise bitte ich jetzt nicht um Verzeihung, das spielt man halt 6:1 schon mal. Beim nächsten Mal spiele ich mit Argentinien eine als noch stärker eingestufte Mannschaft, mein Nieder, vielleicht Spanien. Spanien wiederum kann ich in dem Zusammenhang halt nicht so sehr beruhigen, dass die werden als die stärksten eingestuft, das muss, die müssen also nach meiner Theorie am meisten aushalten, denn dabei lerne ich wieder am meisten. Ich möchte auch weiter lernen und nur selten mein Ego dadurch befriedigen, dass ich also mit einer super starken Mannschaft die Schwachen platt mache, die Schwächeren. Das kann man auch tun, wenn man nur verloren hat, irgendwie das Leben über ziemlich lange. So habe ich das am Anfang auch gemacht. Ich habe mir dann eine super starke Mannschaft zusammengeschraubt, also in dem Fall am Computer mit einem anderen Spiel, das so ähnlich aufgebaut ist. Das heißt, am PES ist etwas günstiger, hat dafür aber die deutsche Liga nicht dabei. Das ist das Spiel PES, ich glaube 2014. Pro Evolution Soccer, auch gut. Da habe ich mir dann ein Team erschaffen aus lauter gigantisch guten Fußballspielern aller Hautfarben und
habe mit dem Team alles niedergespielt, was eine andere Fußballmannschaft war. 30:1 teilweise. Ging es mir nur darum, wie viele Tore ich denn maximal machen kann. Allerdings noch nicht geistig, sondern mit Controller zu Beginn dieser Übungen. Nachdem dann aber mein Ego soweit wieder rehabilitiert war, hergestellt war, begann ich dann eben das Umgekehrte zu tun, nämlich weiterhin mit den Schwachen gegen die Starken zu spielen. Das entspricht ungefähr, Achtung, Moment. Das entspricht ungefähr dem, was ich irgendwann im Schulsport anfing früher. Ah, jetzt sind doch eins reingelassen. Mist. Ja, aufräumen sollte ich auch mal wieder. Fällt mir dazu ein. Gute Abwehr, aber dann leider keine Chance gegen Messi. Wäre auch seltsam, wenn solche Leute hier nicht bei der geringsten Konzentrationsschwäche doch auch wieder zeigen würden, was sie können, so als Computerfigur. Moment. So, hingehen. So, gehen. Jetzt muss ich Argentinien davon abhalten, das Spiel innerhalb kürzester Zeit doch noch zu gewinnen. Man kann nämlich so viele Tore machen in 12, 13 Minuten. Das geht schon. Auch in 12, 13 virtuellen Spielminuten geht das. Das ist übrigens, finde ich, ganz gut geworden. Also die Illusion, man habe es mit 90 Minuten zu tun, obwohl man nur 40 spielt, die ist schon sehr gut geworden, finde ich. So, und geh hin. Einen Moment. Im Schulsport also jedenfalls ging ich dazu über nach einer Zeit. Geh hin. Komm. Die wenden natürlich auch das Wissen an, das ich habe. Und Torwart raus. Oh. Ja, du musst aber auch ein bisschen rauskommen, lieber Torwart. So, und? Raus damit! Also nochmal, im Schulsport ging ich dann dazu über, mit der schwächeren Mannschaft zu spielen, weil ich mit Abstand den stärksten Wurf hatte. Völkerball hieß das Spiel. Und es ging nicht, dass ich dann auch noch die stärkere Mannschaft verstärkte durch den Wurf. Also ging ich zur schwachen Mannschaft, konnte das freiwillig entscheiden. Ich glaube, einmal musste ich und ab da habe ich das freiwillig gemacht, weil ich einsah, dass das besser ist. Ja, und so lernte ich dann eben mit den Schwächeren stärker zu sein. So, auch ohne ein Zauberlehrling zu werden. Damals. Der Saubere, daher kommt das, ist der Saubere, nicht Saubere sein. Es läuft besser, wenn man versucht, innerlich sauber zu sein. Es läuft eigentlich auch noch besser, wenn man außenrum besser aufräumt. Ich weiß schon, das muss ich auch mal wieder tun. So, je nachdem, vielleicht ist jetzt dieses Spiel noch wichtiger, als dass ich alle meine Akten sortiere. So, weiter. Ganz kurz, der Grundsatz der Quantenelektrodynamik, der Quantenphysik, damit sie da nicht Angst bekommen, weil sie davon irgendwie noch nichts verstehen, oder damit ihr da nicht Angst bekommt, weil ihr damit überfordert seid und eh nie gut wart in Physik oder Mathe, da ist Physik und Mathe pur, was ihr da seht, Informatik, technisch realisiert. Der Grundsatz der Quantenelektrodynamik lautet in Bezug auf die Optik, würde ich sagen, dass die Beobachtung das Beobachtete verändert. Das heißt, ein Teilchen, das ihr beobachten würdet, genauso wie ein Bällchen in dem Zusammenhang, verändert seinen Zustand schon dadurch, dass man es beobachtet. Die Beobachtung selbst bringt das Teilchen bzw. das Bällchen in einen anderen Zustand. So. Das hat natürlich bezogen auf etwas mit so wenig Masse wie dieses Spiel hier. Das hat vielleicht die CD-Masse, aber oder der Bildschirm, aber das Spiel an sich, das was wir sehen an sich, das, der Ablauf an sich, der hat praktisch nur ganz wenig Masse, etwas mehr als ein Gedanke. Ein einfacher. Ganz wenig nur, das wiegt nur ganz wenig, diese Figuren wiegen nichts, ne? Nicht viel. Das Bällchen da auch nicht, nur ganz wenig, das ist ein bisschen Daten. Na, ein bisschen Data, das hätte man lupfen können. Wieso lupft man das nicht? Hat er den nicht gelupft? Dann Lupfruck. Ja gut, er wusste, na wohl, ein Lupfer wäre es auch nicht ganz einfach gewesen. Wer etwas so wenig gewichtet,
wie diese Figuren wiederum. Im Unterschied zu den echten Figuren und zu den echten Männern ist es leicht durch das Beobachten, das Genaue, durch Konzentration, durch Wille, durch Fokussieren im Geiste etwas am Zustand des Bällchens zu verändern oder der Spielfiguren. Ich meine, das ist sehr einfach. Bei einem richtigen Fußballspieler habe ich das Gefühl, trägt man eher das Konzept hinein. Also ich bin eigentlich jetzt nicht so sehr dabei, da irgendwelche einzelnen Leute zu bewegen. Wieder eins reingedrückt, Mensch. Ich muss aber aufpassen. Guinea-Su. Ich sehe jetzt auch das erste Mal die Argentinier hier. Ich habe das, glaube ich, noch nicht gespielt, die Argentinier. Ich muss ja trotzdem aufpassen, ich will das nicht verlieren. Auf geht's. Nicht das also, das ist also kein Wunder, kein Zug. Das ist wieder Zufall. Auf. So. Also nochmal bei, ist trotzdem wichtig, dass ich dazu erkläre. Wichtiger ist das Ego jetzt noch mehr damit zu sättigen, dass man also am Stück da geistig Tore reinhaut beim eigentlich als viel stärker eingestuften Gegner. So dass eigentlich die Voreinstellung eben des Computers besagt, dass das normalerweise nicht von Mexiko gewonnen wird. Mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel zu so und so viel. Müsste man ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Mexiko gilt jetzt auch nicht als ganz schwach, aber im Vergleich zu Argentinien schon als sehr schwach. Moment. Achtung! Wollt ihr den Ball? Hol den Ball! Beim Live-Spiel habe ich also das Gefühl, beim richtigen Fußballspiel auf dem Rasen draußen, dass man da, wenn man reinschaut, eher das ganze Spielkonzept, das man halt hineinlegt. Also ich konzentriere mich da genauso wenig wie hier jetzt auf einzelne Spieler. Aber auch das geht, das kann man auch machen. Da spielt, ja, spielt man ja mit dem Controller, da spielt man auch, wenn man selbst im Team auf dem Rasen spielt. Und doch, das könnte man hier jetzt auch machen. Also ich saß am Anfang mit der Nase am Bildschirm und habe mit China bei FIFA 2002 die ganze WM am Stück gewonnen. Das war wirklich unwahrscheinlich. Das dauerte auch bis in die Nacht. Ich brach immer wieder Spiele ab und startete neue, sodass ich also erst zufrieden war, wenn ich dann wirklich die Kontrolle über das ganze Geschehen behielt. Und da war es schon so, dass ich mit der Aufmerksamkeit Spieler für Spieler hineinging und bis, also mich identifizierte Spieler für Spieler und bis hin zum Bein, mit dem der Ball weitergegeben wird, alles vorwegnahm. Eine halbe, dreiviertel Sekunde. Höchstens, vielleicht auch etwas weniger. Vielleicht war es auch nur eine Millisekunde, das weiß ich nicht. Ich habe das nicht gemessen und man fühlt dann ein anderes Zeitverhältnis als dasjenige, welches ein gewöhnliches Zeitmessgerät anzeigen würde. Das ist im Internet aber eh, beziehungsweise im Computer eh immer etwas verschoben oder oft. So, auf geht's. Ist halt Licht, nicht Kunstlicht zwar, aber im Licht. Glasfaser geleitet meist. Weiter geht's. Ah, das ist abseits wahrscheinlich. Ja. Der Computer sieht's genau. Jetzt haben wir es bald. 3 Minuten Nachspielzeit. Es steht 6:3. Ich habe es geschafft, trotz Geplapper vorn zu bleiben. Ich hoffe, Sie haben auch was gelernt. Ihr habt auch was gelernt dabei. Ich lerne immer was, wenn ich erkläre. Das ist auch einer meiner Grundsätze. Als Lehrerin, man lernt als Lehrer, Lehrerin immer was dazu und als Schüler, Schülerin auch. Und wenn man als Lehrer oder Lehrerin etwas darüber lernt, wie man lehrt, weiterhin. Das ist immer reziprok, also wechselseitig. Und solange man das so aufpasst, bleibt man flexibel und vermutet nicht. So, jetzt. So auf. Fertig, also gut.
Ja, schön. Jetzt konnte ich Ihnen das also noch einmal zeigen. Jetzt will ich sehen, ob ich das heute noch in die Stadt bringe oder ob es besser wäre, das erst morgen zu tun. Normalerweise hätte ich hier einen Haufen aufzuräumen, Papier zu sortieren. Sollte eigentlich jetzt nicht so viel Zeit damit verbringen, auszugehen. Außerdem ist es regnerisch. Ich weiß nicht, ob das Wetter hält. Spielwiederholungen, Torwiederholungen. Gucken wir noch mal kurz rein. Andererseits, wir haben jetzt die ganzen Tore. Akkustand sehr niedrig, zeigt mein Handy an. Dennoch, die 2, 3 Minuten, das geht noch. Dann übertrage ich das auf den Computer, lasse es umrechnen. Dann freue ich mich doch, Ihnen das vielleicht sogar heute noch zu präsentieren. So, noch ein Videobeweis. Diesmal muss ich die Kamera nicht selbst halten und konnte nebenher sehr viel sprechen. Weiß nicht, ob es wieder den Audiokommentar im Verhältnis zum Bild sehr stark verschoben hat. Wenn ja, weiß ich nicht warum. Sie können ja dann einfach ausschalten bzw. leise drehen und nur das Spiel anschauen. Ich denke, es ist wieder ganz gut geworden. So, also gut, ich klicke mal kurz wieder mit Controller. Hier ist der Controller wieder, voilà. Klicke ich das mal an. Manche wollen es immer noch nicht glauben, aber ich habe ihn wirklich nicht benutzt. So, jetzt nehme ich die Kamera raus. Also, hier, Javier Hernandez hat die beste Bewertung wie von den Mexikanern für dieses Spiel. Sehen Sie hier. Nehmen wir noch einmal das Torverhältnis. Es sieht eigentlich immer noch irgendwie so aus, als ob Argentinien alles in allem besser gewesen sei, aber die Chancenauswertung von Mexiko war besser. Zack. Gewonnen. Ich würde es nicht sagen, dass es unfair war. Obwohl das jetzt mit der Statistik irgendwie nicht in der Form zu belegen ist. Jo, Dankeschön. Das ist alles hier nochmal aufgelistet. Ja, Mexiko hat relativ ökonomisch gespielt, würde ich sagen. Hätte nicht so viel gequatscht dabei, wäre es noch besser ausgegangen. So, danke. Gehen wir zurück. Zeige ich euch nochmal den Anfang, dass ihr nochmal seht, wie das eingestuft wird, ganz kurz. Also im Nachhinein nochmal seht. Ich spiele es nicht nochmal, ich will euch nur zeigen, wenn man sieht, wie das eingestuft wurde jeweils, und dann beenden wir die Übertragung bzw. die Aufnahme. Also Argentinien seht ihr hier 81, nee, 85 Punkte im Angriff, 81 im Mittelfeld und 78 in der Verteidigung, in der Defensive, und hier haben wir umgekehrt wiederum, wenn wir das wollen würden, gleich eine Republik. Der Hund jammert schon, geht gleich hin. Mexiko, der war schön brav, eine Republik, ging super. Danke, dass du so lange ausgehalten hast. Mexiko, voilà. 79, 74, 74, also schon schwächer als das. Ist nicht so viel schwächer, aber normalerweise würden die Mexikaner sehr oft das Spiel verlieren, wenn man den Computer gegen den Computer spielen ließe. So. Ich kann das immer gewinnen. Solange ich guter Dinge bin. Das ist der Unterschied, mental. Ja, dann danke ich dem lieben Gott noch für diese Fähigkeit und dafür, dass er mich davor beschützt hat. Dass das Göttliche mich davor beschützt hat. Tritt vielleicht auch mal als beschützende Frau auf. Mich davor beschützt hat, da jetzt schon sterben zu müssen dafür. So, tschüss. Gut, ja. Und dann, ich das bin. Die Brille auf. Sieht man mich? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon. Nepomuk! 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 Da sitzt irgendwo an der Tür, nehme ich an. Sieht da versteckt. Nepomuk! Tschüss!